Servus und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. So, ich habe gerade einen Riegel gegessen. So. Und weiter geht's. Doch eine Höhle, so. Und schon wieder eine Wimpe im Auge. Nee, so. Wir sollten an der Front sein und nicht hier am Arsch der Welt. Das ist doch ein Schrotthaufen hier. Kann man so und so sehen. Wer zum Teufel bist du? Haben sie dich geschickt, um mich zu ersetzen? Ich soll ersetzt werden, stimmt's? Beruhigen Sie sich, ich bin nicht hier, um Sie zu ersetzen. Nee, klar, ganz sicher nicht. Warum auch? Dieser Typ hier ist der Beste. Dauert nicht mehr lange. Fantastic kriegt alles auf die Reihe. Ach so, okay, du hast so eine Fantastic, okay. Das verlorene Bruder von Fantastic Four, oder was bist du hier? Was für einen Job haben Sie denn hier? Na was wohl? Ich bin der Boss. Die ganze Operation hängt von mir ab. Kein Fantastic, kein Strom. Die RNK ist auf mich angewiesen. Geiles Gefühl. Aha. Tja, sieh mal, wir haben Strom, weil Fantastic die Dinge hier regelt. Aber die Spiegel draußen sind nicht richtig eingestellt und arbeiten nur mit 1% Effizienz. Und es gibt sicher Idioten, denen das zu wenig ist. Das Problem ist, dass die meisten Dinge vom Turm aus gesteuert werden und nicht von hier aus. Und dort gibt's ein Vorkriegssicherheitssystem, das die RNK-Deppen bei der Übernahme ausgelöst haben. 2 Tote. Jetzt traut sich keiner mehr hin. Sie hätten gerne, dass ich Omelette mache, aber ich kriege die Eier nicht aufgeschlagen, die sie mir dafür geben. Wenn du verstehst, was ich meine. Da draußen gibt es 2 Terminals. Mit denen werden die Spiegel kontrolliert. Ich wollte damit rumspielen, aber weit bin ich nicht gekommen. Die müssten mit dem Zentralrechner im Turm verbunden werden. Der Rest lässt sich von hier aus regeln. Schätze ich mal. Aber hört sich cool an, oder? Hey, ja. Du willst doch nicht wirklich dort drauf, oder? Oh, vielleicht. Okay, wenn du beim Hauptrechner bist, tu dir selbst einen Gefallen und achte darauf, dass du den Strom dorthin leitest, wo er hin soll. Der Strom muss zum Strip und zu McCarran. Warum soll der Strom zum Strip und nach McCarran geleitet? Weil ich bezahlt werde, deshalb. Pro Kilowattstunde, was immer das auch sein mag. Die RNK will den Strom dort haben, also will ich das auch. Aber wenn du das erledigst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Fantastics kleiner Helfer. Auf meinen Ruf kannst du bauen. Alles klar. Besorgt? Wirke ich auf dich etwa besorgt? Ich hab alles unter Kontrolle, Mann. Niemand so. Außer mir kann tun, was ich hier leiste. Ah ja. Scheiße, Mann. Alles. Knöpfe drücken, Räder drehen, Zahlen lesen. Manchmal denke ich mir kleine Geschichten mit den Zahlen aus. Einmal habe ich mir vorgestellt, die Zahlen seien ein Code, der in eine Vault mit lauter nackten Weibern führt. Alter, wie cool wäre das denn? Ja. Nein, Mann. Ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß nur nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Da drüben wird der Strom für dieses Gebäude geregelt. Die Station ist mit dem Computernetzwerk verbunden. Dieser große Knopf da macht eigenartige Geräusche. Aus dem Schlitz dort schlagen Funken, wenn du Sachen reinsteckst. Und ich lerne jeden Tag mehr. Ah ja. Das war einfach, Mann. Sie gingen von Tür zu Tür und fragten, ob jemand einen Wissenschaftler kennt. Ich erklärte ihnen, dass ihre Suche ein Ende hat. Sie fragten mich, ob ich mich mit Kraftwerken auskenne. Ich sagte, dass hier keiner besser darüber Bescheid weiß. Sie fragten, wie viel ich mit theoretischer Physik am Hut habe. Ich meinte, ich hätte theoretisch schon mein Diplom. Sie sagten, willkommen an Bord. Hier, das wird dir helfen. Ein Passwort für eines der Terminals draußen. War auf eine Toilettenwand gekritzelt. Ach so. So, dann machen wir mal weiter. Oh, Hallöchen. Es ist ungewöhnlich, hier ein neues Gesicht zu sehen. Sind Sie Soldat oder Wissenschaftler? Ich bin ein Soldat. Ein Herumtreiber. Ich habe ein rein wissenschaftliches Interesse an diesem Ort.
Nun, das erklärt es. RNK, für wen kämpfen Sie? Nun gut, ja. Ich gehöre zu den Anhängern der Apokalypse. Falls Sie nicht mit uns vertraut sind, wir suchen Frieden und Verbreitung des Wissens. Wissen, das der Welt nie verloren gehen darf. Und nun sind Sie dran. Ich bin Teil der RNK. Das beruhigt, wenngleich viele, die das in den letzten Jahren behauptet haben, keine guten Absichten hatten. Doch wenn es so ist, wie Sie sagen, dann noch einen Rat. Diese Einrichtung birgt Gefahren, die noch niemand bemerkt hat. Achten Sie darauf, was Sie tun und auf wen Sie hören. Manche Dinge sollte man lieber mit der alten Welt begraben. Janka hat mich gebeten, dabei zu helfen, den Strom und das Kraftwerk zu verbessern. Dann würde ich mal damit anfangen. Solange der Strom dieses Kraftwerks in das Regionalnetz geht und nicht in Waffen, sind wir sicher. Wenn Sie die Produktion wiederherstellen, können Sie den Strom nach Belieben umleiten und niemanden stört es. Ich kann Sie nicht an den Sicherheitssystemen vorbei in den Turm bringen, aber ich kann trotzdem helfen. Ich habe ein Kennwort für eines der Spiegelkontrollterminals. Das werden Sie brauchen. Was soll dieser Ort denn? Ich bin nicht ganz sicher. Nach unseren Aufzeichnungen beschäftigte sich die Erbauerfirma nicht nur mit Energie, sondern auch mit Waffen. Und ich habe hier Ausrüstung gesehen, die mit Symbolen des Vorkriegsmilitärs gekennzeichnet war. Zielcomputer, Erschütterungssensoren. In den gesichteten Papieren taucht immer wieder ein Codewort auf. Archimedes. Ja, und die Technologie in dieser Anlage gleicht nichts, was ich je gesehen habe. Einiges erinnert an die Enklave, ist aber fortschrittlicher. Eine darauf basierende Waffe wäre eine Katastrophe, egal in welchen Händen. Kein Wunder, dass die Bruderschaft sie nicht aufgeben wollte. Sie waren nicht hier, damit ich sie fragen konnte. Und ich bezweifle, dass sie wegen Elektrizität hier waren. Als die RNK erstmals ankamen, hatte die Bruderschaft die Kontrolle. Normalerweise machen sie einen Bogen umeinander, aber etwas hier änderte das. Das Interesse der Bruderschaft an Vorkriegstechnologie dreht sich immer um Waffen. Wahrscheinlich wollten sie Archimedes übernehmen, als die RNK kam. Ich bin ein Mann der Bücher. Das Sicherheitssystem in diesem Turm würde mich in Stücke reißen. Ich würde den Zentralrechner nie erreichen. Aber irgendwann wird das der RNK gelingen, oder Caesar's Legion. Sie werden diesen Ort für den Krieg benutzen. Angesichts der Möglichkeit, dass sie etwas anderes tun, sind sie meine einzige Wahl. Wollen Sie sich den Strom umleiten? Oh, die RNK hat sicher ihre eigenen Pläne. Aber widerstehen Sie dem Drang, den Strom nur an blühende Gemeinden zu schicken. Überall besteht großer Energiebedarf. Eine gleichmäßige Verteilung ist die rationalste und menschlichste Wahl. Ist also. Ja, die RNK weiß nicht von der Waffe? Noch nicht. Durch irgendein Wunder haben sie einen Idioten damit beauftragt, die Systeme hier zu entschlüsseln. Er hat monatelang über eine Konsole versucht, die Solarreflektoren zur Verfolgung der Sonne zu bringen. Er wusste nicht, dass diese Konsole nur für die Steuerung der Sprechanlage zuständig ist. Ich wollte es ihm sagen, aber er bestand darauf, dass die größte Konsole auch die wichtigste sein muss. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, so viel dazu. Auf Wiedersehen. Tschüss. Guter Mann. So, dann gehen wir mal raus. Download abgeschlossen. Beginn der Aufzeichnung. Wissenschaftler in Navarro Außenposten. Ich bin froh, dass Ed E. angekommen ist. Die Datenbanken dieser Maschine enthalten wichtige Informationen. Bitte behandeln Sie diese Informationen mit äußerster Sorgfalt, da sie sämtliche Ergebnisse meiner Forschung über DuraFrame Augenbots enthalten. Jawohl. Es gibt auch einige Datenbanken mit Informationen über Poseidon Energy und gewisse Projekte, an denen sie in der Mojave arbeiteten. Jawohl. Okay. So, da gehen wir mal raus, richten die komischen Dinger ein. Oder off, oder ab, oder wie auch immer. So. Hier müssen wir irgendwie rein. Aha. Na. Leck mir doch am Äschle.
habe die ausgemacht, ne? Ich habe die fucking Mine ausgeschaltet. Naja, dann eben nochmal von vorne, oder? Ist denn eigentlich das Ding so derb jetzt gewesen? Entschärfen. Aha. Ganz ehrlich, sorry, aber... Gut. Am Dienstag, den 16. Februar um 14 Uhr werden Techniker Archimedes auf seine Anschlussmöglichkeiten an unserem Firmensicherheitssystem prüfen. Anstelle haben des Firmen aus dem Geländes unter keinen Umständen zu betreten, bevor die Sirene abgeschaltet und die Freigabe erteilt wird. Der Firma liegt vor allem Mitarbeitern was Schadensverzichtserklärung bei Verlust von Gliedmaßen oder Unfalltod vor. Für etwaige Vorfälle während des Tests wird also keinerlei Haftung übernommen. Ah ja. Für alle Techniker, welche die Tests vom Turm aus beobachten, besteht Schutzbrillenpflicht. Ah ja, das ist eine gute Firma. Wir haben keine Arzttasche, aber wir haben doch irgendwo ein Hilfsmittelchen. So. Ja, gar keine Stimpaks. Ah ja. Hat ja Eddie, ne? Hilfsmittelchen. Stimpaks? Hat der Eddie nicht die Stimpaks? Er hat auch keine Stimpaks? Wo sind die ganzen Stimpaks hin? Und die Stimpaks? Soll mir recht sein. Der hat wenigstens eine Arzttasche. Dein Arsch gehört mir. Sie waren die Böse. Dasselbe. Wieso waren die so böse auf mich? Haben wir das mal in Auge gelandet? Wir haben nichts getan. Tut der Nase weh, sagst du. So, ja, da gehen wir mal. Wie der Wall so geschickt sind. Da oben müssen wir rein, ne? No. Das heißt aber, wir hätten auch dort hinten rein gemusst könnt. Oder? Wir hätten auch dort hinten rein gemusst könnt. Wenn wir sowieso hoch in den Turm müssen. Wenn wir sowieso hoch in den Turm müssen, dissen, bissen.
Okay. Verlassen. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao mit.